15 Jahre Seat Alhambra und mal von eher unbedeutenden Facelifts abgesehen auch 15 lange Jahre das gleiche Auto. Auf der Basis des VW Charan kommt jetzt der neue Alhambra. Außer der sehr typischen Front haben die Spanier alles Wichtige von den Deutschen übernommen. Die elektrischen Schiebetüren und die großzügigeren Abmessungen. Kraftvoller, dynamischer, so sieht der neue Alhambra aus, obwohl er mit 4,85 Meter Länge und 1,90 Meter Breite ganze 22 cm länger und fast 10 cm breiter ist als sein Vorgänger. Die Top-Version hat einen 200 PS TSI-Motor. Viel interessanter ist aber der neue 140 PS TDI-Motor aus dem VW-Regal. Der verbraucht nämlich nur 5,5 Liter Diesel und ist damit der effizienteste seiner Klasse. Auch beim Nutzwert ist der Alhambra ganz weit vorne. 5 oder 7 Sitzplätze. Wenn die zweite und dritte Sitzreihe dann je mit einem Handgriff im Boden versenkt ist, entstehen ganze 2430 Liter Stauraum. Das MPV, das Multipurpose Vehicle, das ist das neue Flaggschiff aus dem Hause Seat. Der Alhambra hat den größten Stauraum in seinem Segment, zudem den größten Radstand und mit dem 140 PS TDI-Motor den effizientesten seiner Klasse. Die Spanier sollten wirklich überlegen, das Kürzel MPV in MVP umzuwandeln, denn das Zeug zum Most Valuable Player, das hat der Alhambra allemal. Aber nur, wenn man ihm das schwächere Image und das nicht ganz so stimmige Design verzeiht. Denn preislich kann der neue Alhambra überzeugen. Bei rund 26.000 Euro geht es los, wenn er im Oktober 2010 auf den Markt kommt. Mehr als 2.000 Euro Preisvorteil zu seinem VW-Zwilling, dem Charan.